Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Labyrinthbox von Contra K. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album, zur Box und iTunes, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Ja, Labyrinth von Contra K, das Ganze erschienen im Jahr 2016. Wir haben hier eine riesige weiße Box und Contra K Labyrinth lesen wir schon oben. Dann haben wir hier einen großen Wolf, der schon einiges mitgemacht hat. Also wir haben hier Kratzer im Gesicht und sonstige Narben bzw. Verletzungen. Und hier spannend hat er eine Maske im Maul mit dem dazugehörigen Gummizug. Also ich würde das jetzt mal so interpretieren, dass der Wolf steht für Loyalität, für die Ehrlichkeit, Beständigkeit und die Maske eben für irgendwie falsche, charakterlose Menschen. Und der Wolf hat diese falschen Personen oder in dem Fall diese eine enttarnt und ihr die Maske vom Gesicht gerissen. Diese Fassade, so würde ich das mal interpretieren. Würde mich natürlich interessieren, was ihr in dieses Cover, in dieses Motiv hinein interpretiert. Ansonsten ist die Box wirklich komplett in weiß gehalten, rundum. Auch die Rückseite glatt weiß. Hier haben wir nur noch einen Barcode und die Credits. Es ist keine Klappbox, sondern der Deckel ist abnehmbar. Das finde ich immer schön. Auch von innen komplett weiß. Dann haben wir den Inhalt. Und zwar haben wir hier einmal eine Sporttasche in schwarz. Schauen wir uns dann gleich noch im Detail an. Das Album Labyrinth. Eine Trinkflasche und, wenn es rauskommt, ein Poster. Auch hier die Box innen glatt weiß. Wir werden die Box noch wieder zumachen. Und dann starten wir immer mit dem Album. Contra K Labyrinth. Also hier sehen wir wieder den Wolf inklusive der Maske. Allerdings ist jetzt einiges dazugekommen. Und zwar haben wir hier im Hintergrund eine Großstadt. Sieht relativ modern aus, das Ganze. Also moderne Gebäude, die hier auf dieser Anhöhe, auf diesem Hügel stehen. Und die Stadt ist umgeben von einem ziemlich dichten, undurchdringbaren Labyrinth. Hier haben wir noch Felsen, Wälder, Gebirge. Aber der Wolf ist natürlich klar das Motiv oder das Hauptmotiv dieses Bildes. Und auch hier wieder der verletzte Wolf mit dieser Maske. Wir haben 18 Tracks an der Zahl, Instrumentals plus eine Bonus-EP, die Vollmond-EP. Vom Album habe ich persönlich drei Lieblingstracks. Und zwar ist das einmal der Track Kampfgeist, Kampfgeist 3 in dem Fall. Dann der Track An deiner Seite, Nummer 12 ist das. Wurde auch als Video ausgekoppelt, ich glaube Kampfgeist 3 auch. Und dann der Track mit den Jungs, mit Fatal Rico und Skinny L, Brot stapeln. Also da feiere ich den Refrain übertrieben. Barcode und hier wieder ein Wolfskopf. Auf der Seite lesen wir Contra K Labyrinth. Und dann schauen wir mal hinein. Das Ganze ein Digipack. Auch hier wieder der Wolfskopf. Und hier scheinbar das Labyrinth in der Vogelperspektive. Und was natürlich auch erkennbar ist, hier zwischen diesen ganzen Verwirrungen und Gängen haben wir hier ein K abgebildet. Dürfte wohl für Contra K stehen. Dann klappen wir das Ganze mal auf. Wir haben hier das Booklet verstaut. Dann haben wir hier einzelne Tracks aufgelistet und Fotografien. Spannenderweise geviertelt oder generell hier so immer die Fotografien durch so Balken unterbrochen. Okay, hier nicht mehr. Hier ist der gute Mann abgebildet in schwarz und weiß. Weitere Tracks aufgelistet. Also das klassische Artwork, wie man es kennt. Fotografien des Künstlers neben den aufgelisteten Tracks. So sieht das aus. Also schwarz, weiß und rot. Die dominierenden Elemente hier gefällt mir sehr gut von der Farbgestaltung. Das ganze Booklet. Dann haben wir hier noch zum Abschluss die Credits. Das dürfte dann wohl die Bonus-EP sein.
Auf der Bonus-EP haben wir Bones MC, Skinny L, Skepsis, Fatal, Fatal. Und dann haben wir hier noch die Credits der Vollmond-EP extra ausgewiesen. Contra K Labyrinth. Könnte man natürlich auch als Wendy-Cover verwenden. Ich werde es natürlich dieses beibehalten, beziehungsweise beim Digipack macht es ja eh keinen Unterschied, da man dieses ja nicht sieht. Hier haben wir diese zerbrochene Maske. Das würde mich natürlich interessieren. Okay, also wir haben einmal die Bonus-EP hier ganz rechts verstaut, auch hier nochmal die Tracklist aufgelistet. Die Vollmond-EP in Rot und Weiß gehalten. Und das Album an sich dürfte sich dann... Ah nein, das ist die Instrumental-CD. Die hat sich jetzt hier versteckt. Also hier sehen wir auch wieder die zerbrochene Maske. Instrumental-CD. So. Und dann müsste dann hier aber... Jawohl. Die Album-CD sein. Contra K, Labyrinth. In Weiß, auch hier wie mit Gebirgen und Wäldern. Sehr schön. Gut, was ich jetzt natürlich übersprungen habe, waren die Features. Schauen wir nochmal ganz kurz. Also die Features der Bonus-EP habe ich euch bereits gezeigt. Wir haben hier auf dem Hauptalbum Features von Bones MC, Nisi, Raf Camora, Rico, nochmals Rico, Skinny L und Haudegen. Gut, dann haben wir, wie es bei Contra K üblich ist, Utensilien, die man beim Sport bzw. beim Fitness brauchen kann. In diesem Fall hat es eine schwarze Trinkflasche in die Box geschafft. Also so eine klassische kleine Trinkflasche. Hier haben wir noch so Einkerbungen für die Finger, dass man hier wirklich die Flasche hier schön festhalten kann. Weiß, loyaler Schriftzug und der Kopf, der Wolfskopf. Hier unten lesen wir PE, also glaube ich, das ist ja das Material, Polyethylen, wenn mich nicht alles täuscht. Und das Ganze ist so eine Standard Zugverschluss, also einfach zudrücken bzw. aufmachen zum Trinken. Lässt sich dann hier aufschrauben und hier kann man natürlich Wasser, Shake, was auch immer reinfüllen. Ich würde sagen, rein jetzt so vom ersten Eindruck passen da ungefähr 0,3 bis maximal 0,5 Liter rein. Kann man gut zum Sport mitnehmen. Handlich und auch gut, dass sie mit einem Handgriff wieder verschließbar ist. Ich hasse das immer, wenn man irgendwie Flaschen mit Schraubverschluss mit hat und man da immer ewig auf- und zudrehen muss. Deswegen ist das immer eine gute Sache, auch wenn ich ehrlich gesagt solche Flaschen nicht wirklich in Verwendung habe. Also von der Gestaltung oder von der Größe. Ich tendiere da eher zu größeren Flaschen dann beim Sport. Dann haben wir das Poster. Contra K Labyrinth lesen wir auch wieder hier und das Cover, das wir schon von dem Album kennen, vom Digipack, diesmal als Poster. Hier unten noch der Zusatz, der war am Cover nicht, For Music lesen wir hier und natürlich auch hier wieder der Wolf mit der Maske im Maul, im Hochformat und rundherum dieser weiße Rahmen, gefällt mir sehr gut und ist auch eine schöne Größe, ist jetzt nicht so eine Übergröße das Ganze, kann man gut aufhängen. Und als letzten Bestandteil, das in meinen Augen ja neben dem Album das Highlight der Box, diese Sporttasche in schwarz gehalten. Und dann haben wir hier an der Seite, unter diesem Seitenfach, unter diesem Reißverschluss, noch diesen Kopf, den Wolfskopf inklusive Loyal-Schriftzug. Wir haben zwei Fächer, ja, und zwar haben wir einmal hier das Hauptfach mit zwei Reißverschlüsse. Also, das Hauptfach ganz klassisch gestaltet. Hier ist kein Eingriff oder sonstige zusätzlichen Fächer. Das ist wirklich einfach der große Stauraum der Tasche. Mich interessieren, ob wir hier irgendwo Aufschluss finden zum Material. Wir haben hier einen Zettel, aber hätte ich jetzt kein Material gesehen. Hier steht nur, was steht hier? MKT Promotional Products. Aber keinerlei Info übers Material. Naja, nicht so schlimm. Und dann haben wir hier an der Seite
diesen Reißverschluss des Seitfachs. Hier kann man zum Beispiel sein Geldbörsel, also die Geldbörse oder irgendwelche kleineren Sachen reinpacken. Die Reißverschlüsse gefallen mir gut. So ein Gummizug, der hier verschlossen ist, macht auf jeden Fall einen guten Eindruck. Und dann haben wir hier noch die zwei Träger, um das Ganze dann in der Hand befördern zu können. Also sieht natürlich jetzt ein bisschen komisch aus, weil kein Inhalt drin ist, aber so perfekt, um damit ins Fitnessstudio bzw. zum Kampfsport zu gehen. Gefällt mir richtig gut, die Tasche. Werde ich definitiv verwenden. Habe ich auch, um ehrlich zu sein, schon in Verwendung. Denn es gab anfangs noch so einen Gurt, den man hier dann einführen konnte, um das Ganze natürlich auch über die Schulter zu tragen. Ich trage solche Taschen generell immer in der Hand, deswegen habe ich diesen Gurt irgendwo verstaut. Kann ich euch jetzt leider nicht vorzeigen. Aber die Tasche echt gelungen. Gefällt mir richtig gut. Ja, das war's mit der Box. Wir fassen noch einmal kurz zusammen, was sich alles darin befindet. Einmal die eben gezeigte Sporttasche in Schwarz. Dann das Album mit Digipack inklusive Instrumentals und Bonus-EP, Vollmond-EP. Diese Trinkflasche und das Poster einseitig bedruckt im Hochformat. Das alles in dieser wunderbaren Box Labyrinth von Contra K. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es mir in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Contra K unterstützen möchtet, findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.